Zwar gibt es schon ziemlich lange die Möglichkeit, selbst gewählte Wallpaper als Hintergrund für den Lockscreen oder Homescreen zu wählen unter iOS, allerdings gab es bisher nicht die Möglichkeit, diese sich dynamisch ändern zu lassen, zum Beispiel jeden Tag um 16 Uhr. Das ist aber jetzt mit iOS 14.3 möglich und wie ihr dieses konfigurieren und einstellen könnt, möchte ich euch gerne in diesem Video zeigen. Solltest du in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos zu iOS und iPhone Tipps und Tricks verpassen wollen, dann lass jetzt gerne einfach ein unkompliziertes Abo da und ich zeige euch jetzt direkt nach dem Intro, wie man ganz einfach dynamische Wallpaper setzen kann und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Um die iOS Wallpaper sich dynamisch ändern zu lassen, benötigen wir zuallererst unterschiedliche Wallpaper. Und zwar können wir diese ganz einfach in der Fotos-App sammeln und am Ende in ein Album zusammenlegen. Und zwar habe ich hier jetzt einfach mal so ein paar Wallpaper rausgesucht. Wir gehen hier auf Auswählen und wählen hier die Wallpaper, die uns gefallen, einfach einmal aus. Und dann gehen wir hier unten auf den Teilen-Button. Und daraufhin können wir hier so ein bisschen nach unten scrollen und finden dann hier die Möglichkeit, zu Album hinzufügen auszuwählen. Und daraufhin gehen wir hier auf neues Album und geben diesem Album einen Titel, wie zum Beispiel in diesem Fall einfach Wallpaper. Und dort könnt ihr natürlich auch jederzeit weitere Wallpaper hinzufügen. Und dieses Album haben wir jetzt ausgewählt, welches wir dann später entsprechend nehmen können, um eben auf diese Wallpaper zuzugreifen. Nachdem ihr das Album mit euren Wallpapern angelegt habt, benötigt ihr einen Kurzbefehl und diesen gibt es ganz einfach kostenlos im Netz. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr dort draufklickt auf eurem iOS-Gerät, dann sieht das Ganze wie folgt aus und ihr könnt hier ganz einfach auf Kurzbefehl erhalten gehen, also dort einmal draufklicken und daraufhin öffnet sich hier auch schon die Kurzbefehle-App und hier können wir einmal ganz nach unten scrollen und dann am Ende hier auf nicht vertrauenswürdigen Kurzbefehl hinzufügen und daraufhin wurde dieser auch schon hinzugefügt und so müssen wir diesen eben nicht manuell selber anlegen, sondern können den ganz einfach mit diesem kleinen Trick sozusagen schon einmal hinzufügen. Daraufhin gehen wir hier auf diese drei Punkte von dem Kurzbefehl Auto-Wall und dann haben wir die Möglichkeit hier eben erst einmal den Zugriff zu erlauben. Gehen auf OK und dann können wir hier eben das Album auswählen. Ihr seht hier, Album ist zuletzt. Dort gehen wir rauf und dann seht ihr hier ganz, ganz viele verschiedene Alben, die eben angelegt sind. Und da habe ich in diesem Fall einige, aber wir können auch hier eben entsprechend unser Wallpaper-Album finden. Wie ihr hier seht, ist es bei mir dort und dieses wähle ich dann ganz einfach aus. Und dann habt ihr hier noch die Möglichkeit zu wählen, ob diese Fotos im Homescreen und im Lockscreen verwendet werden sollen, also Home- und Sperrbildschirm, oder ob ihr sagt, ich möchte das Ganze nur auf dem Homebildschirm verändert haben und nicht auf dem Sperrbildschirm. So würde ich das in meinem Fall hier jetzt anlegen. Und dann habt ihr im Endeffekt den Kurzbefehl auch schon erstellt. Das heißt, wenn wir diesen jetzt auswählen bzw. einmal anklicken, dann sollte sich entsprechend hier auch schon das Wallpaper geändert haben. Und wenn wir das erneut machen, dann ändert sich auch nach einem kurzen Zeitpunkt erneut das Wallpaper. Gehen wir hier noch einmal rauf. Und dann seht ihr auch schon, dass sich erneut hier das Wallpaper geändert hat. Also eigentlich ziemlich einfach, ziemlich simpel. Und als nächstes habt ihr noch die Möglichkeit, wenn ihr hier erneut rauf geht, einmal auf diese drei Punkte zu gehen und dann hier nochmal auf die drei Punkte. Dann könnt ihr diese nämlich ganz einfach zum Homebildschirm hinzufügen. Und dann hier noch benennen, wenn ihr wollt. Ihr könnt ein anderes Icon verwenden und so weiter. Am Ende auf Hinzufügen gehen. Wieder auf Fertig, Fertig. Und daraufhin findet ihr den Kurzbefehl hier jetzt direkt auf eurem Homescreen. Und wenn ihr dort drauf geht, dann wird dieser Kurzbefehl einmal durchgeführt. Und entsprechend ändert sich auch schon das Wallpaper. Also ziemlich einfach. Und wie gesagt, ihr könnt ganz einfach weitere Wallpaper in dieses Album hinzufügen. Und dann immer weitere Wallpaper sozusagen hier ganz einfach mit einem einfachen Tippen verändern, ohne dass ihr das Ganze manuell machen müsst. Zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, dynamische Wallpaper per Kurzbefehl zu verändern, allerdings ist das natürlich noch nicht automatisiert und wie das geht, zeige ich euch jetzt, nämlich ebenfalls in der Kurzbefehle-App über eine Automation. Dazu öffnen wir hier die Kurzbefehle-App, gehen in die Mitte zur Automation, dann hier oben auf dieses kleine Plus und dann hier auf persönliche Automation erstellen und dann findet ihr ganz oben Tageszeit. Und wenn ihr dort drauf geht, könnt ihr wählen zwischen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und verschiedenen Tageszeiten. Und ihr könnt hier auswählen, wie oft das wiederholt werden soll. In diesem Fall natürlich dann täglich. Und dann wählen wir hier jetzt einfach mal eine Uhrzeit. Ich wähle hier jetzt einfach mal 15.24 Uhr. Gehe auf Weiter. Auf Aktion hinzufügen.
Und hier könnt ihr jetzt ganz einfach einmal Kurzbefehl eingeben. Und dann findet ihr hier auch schon mehrere Optionen. In diesem Fall müssen wir auf Kurzbefehl ausführen gehen. Und dann seht ihr hier dieses hinterlegte Feld. Dort gehen wir rauf und wählen hier eben unseren Kurzbefehl aus. Das ist in diesem Fall der Autowall-Kurzbefehl. Und daraufhin gehen wir erneut auf Weiter. Und hier haben wir jetzt noch die Option, eben die Benachrichtigung hier zu deaktivieren. Das heißt, wir gehen hier eben auf Nicht bestätigen. Und daraufhin ist dieser Kurzbefehl auch schon erstellt. Wir gehen auf Fertig. Und ihr seht, jetzt wird täglich um 15.24 Uhr der Kurzbefehl bzw. eben der Shortcut Wall ausgeführt. Und daraufhin haben wir eben hier ein neues Wallpaper, was gewählt wird aus unserem Album, was wir angelegt haben. Und dazu warten wir jetzt einfach mal bis 15.24 Uhr, bis sich mein Wallpaper hier automatisiert ändern wird. Wie ihr seht, ist es jetzt 15.24 Uhr und das Wallpaper hat sich automatisiert sozusagen geändert. Wir bekommen hier noch so eine kleine Benachrichtigung, die uns zeigt, dass der Kurzbefehl eben hier in der Automation jetzt durchgeführt wurde. Und so könnt ihr ganz einfach die ganzen Wallpaper, die ihr in dem Album angelegt habt, dynamisch sich verändern lassen. Daher auf jeden Fall eine ziemlich coole und einfache Lösung. Das soll es dann aber auch schon wieder mit diesem kurzen Video gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass ich euch damit ein bisschen helfen konnte. Wie gesagt, das Ganze ist eigentlich ziemlich einfach. Album anlegen, dann den Kurzbefehl installieren, Album auswählen und daraufhin die Automation erstellen. Alles findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung, genauso wie alle relevanten Links. Und wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir eure Meinung zu diesem kleinen Tutorial und zu dynamischen Wallpapern gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn du in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos verpassen willst, lass jetzt gerne einfach ein unkompliziertes Abo da und wir sehen uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!